Warte! Nimmst du dich schon auf? Du nimmst schon auf, ne? Ja. Hallo, herzlich willkommen. Neues Video von Savage Scooters. Heute geht es um meine private Mopete. Und was wir jetzt genau machen, erkläre ich euch in diesem Video. Warum sind wir heute hier zusammengekommen? Es geht um meine private Mopete. Und zwar geht es um meinen Mr. Grey. Mr. Grey habe ich jetzt schon seit ein paar Jährchen. Ich glaube seit zwei. Und das ist so mein Testmädchen. Da baue ich mir alle möglichen Sachen immer ein, wenn ich Bock dazu habe. Und im Moment habe ich so ein Spleen, dass ich mal Bock auf ein 244er Quattrini habe mit einer 62 mm Hubwelle. Kurbelwelle. 62 mm Hub, Kurbelwelle. Oder so ähnlich. Jedenfalls werden wir jetzt den Motor mal ausbauen. Ich sage euch ein bisschen was zu dem Motor. Der Motor ist ein 221 Polossi, Aluminium Polini mit Malossi Kolben, mit Malossi Kopf und einem 35er Gaswerk von Mikuni mit einer Membranansaugung. Das war mein Original Pinasco Drehschiebergehäuse, das habe ich aber aufgefräst. Weil ich ein bisschen was ausprobieren wollte. Man soll zwar keinen Drehschieber zerfräsen, ich habe es trotzdem gemacht. Anyway, wir bauen den jetzt mal auseinander. Dann gucke ich mir den mal an. Die Teile, die hier drin sind, die werde ich wahrscheinlich verkaufen, weil Projekt ist durch, Thema ist erledigt. Und wenn jemand anders daran Spaß hat, dann kann er das gerne haben von mir. Werden wir jetzt auseinanderbauen, werden uns mal angucken, was wir so entdecken, was wir so sehen. Ich nehme den Motor komplett raus, baue den auf den Ständer und dann schauen wir uns mal an, was uns erwartet. Ich rechne damit, der Motor hat jetzt so also 1800, 2000 Kilometer drauf. Der ist sehr, sehr stabil gelaufen, sehr schön gelaufen. Spitze waren es mal 151 km/h und ich habe mit dem Ding viele, viele Touren gemacht. Oben bis an die Küste von Holland. Rennes und ja, die gesamte Bandbreite der lustigen Ausfahrten hat dieser Roller gesehen. Jetzt werden wir uns leider von diesem schönen Motor trennen müssen, also zumindest von der Kurbelwelle und dem Zylinder. Werden den Motor auseinanderbauen, dann werden wir den Motor aufspindeln müssen, weil die Welle, die reinkommt, das zeige ich euch in einem anderen Video nochmal separat, das wird eine Kingwelle sein, eine 62 mm Hub Kingwelle. Mit allem Schnieb und Schnarf, mit Drag Racing Kupplung, einmal komplett das Programm, was lecker und schön und fein und teuer ist. Also, dann würde ich sagen, fangen wir mal an auseinanderzubauen. Da man mich schon häufig gebeten hat, dass ich doch mal ein bisschen was erklären soll, was ich so mache und mal so ein bisschen den Erklärbär geben soll und ich immer gesagt habe, ach nö, Erklärbär-Videos gibt es eigentlich genug, guckt euch die anderen Jungs an, die Erklärbär-Videos machen, da gibt es jede Menge viele gute Informationen. Habe ich dann aber doch gedacht, na gut, okay, komm, dann machst du so ein bisschen was, nicht so viel, damit es nicht zu viel Input ist, aber mache ich doch ein klein bisschen was an Erklärbär-Video. Was wir jetzt als allererstes machen, das ist ein bisschen schwer mit dem Deutschen heute, so, ob das an Weihnachten liegt, keine Ahnung. Was wir als allererstes machen ist, wir bauen jetzt mal den Vergaser ab, inklusive der Pumpe. Wie ihr sehen könnt, ist das ein sehr aberwitziges Konstrukt eigentlich. Das ist eine gute Mikuni-Pumpe, weil der Vergaser schon permanent mit Sprit versorgt werden sollte, auch bei höherer Leistung und bei höherer Geschwindigkeit. Deswegen habe ich mir hier so ein ganz oldschool eine 14 Liter Mikuni-Pumpe mit einem Bypass installiert, damit das Ganze auch ein bisschen entsprechend funktioniert. So, und das bauen wir jetzt mal auseinander. Vergaser mal abgebaut. Was ihr dabei immer beachten solltet, wenn ihr so etwas verbaut, nach einer gewissen Zeit härten gerne mal die Benzinschläuche aus. Das ist eigentlich ein völlig normaler Prozess und die sollte man halt im Laufe der Zeit mal wechseln, wenn sie einem zu hart erscheinen. Das ist so für mich, was ich jetzt hier so in der Hand habe, so gerade so grenzwertig. Ich habe den Unterdruckanschluss schon abgezogen. Das sind dann so neuralgische Stellen, wo hier an den Verbindungen zu den
Schlauchschellen, der ganze Kram einfach mal bricht und das ist nicht so schön. Also, wenn man so etwas verbaut hat, immer mal wieder kontrollieren, nach zumindest einer Saison und mal gucken, ob das alles noch einigermaßen flexibel ist. Nicht mit dem Feuerzeug dran gehen, um es flexibel zu machen, weil da ist Benzin und das macht Puff. Ich denke, ich werde das neu machen. Das sieht alles nicht mehr so ganz akkurat, also es sieht schon noch akkurat aus, aber das ist mir schon alles schon fast zu hart. Ne, also Vergaser ist jetzt runter. Vergaser sieht gut aus, hat keine Undichten. Das Einzige, was ein bisschen gelitten hat, ist mein Crazy Monkey Deckel. So eine Scheiße. Weil der ein bisschen am an der Backe hier, Entschuldigung, am Gehäuse geschliffen hat. Das ist, wenn man den so ein bisschen verschrägt beim Einbau oder schräger stellt, dann kommt er am Rahmen gerne mal vorbei. Wenn man da ein paar Millimeter zu weit nach innen geht, dann berührt er halt auch gerne mal den Rahmen. Aber das ist nicht so tragisch. Im Motor wieder verwenden, können wir hier in diesem Fall die Schaltrasse wirklich dran lassen. Das heißt, es erspart uns neue Züge einzuziehen und die Nippel zu lösen. Und wenn du mal eine gut eingestellte Schaltung hast, dann bist du ganz froh, wenn du die Schaltrasse nicht abbauen musst. In dem Fall nehme ich die Schaltrasse einfach nur ab und guck mal nach, ob der Hebelarm Verschleißerscheinung zeigt oder das Schaltklötzchen. Ne? Also das heißt, wir gucken jetzt mal ein bisschen. So, also Dichtung weg. Und dann gucken wir mal. Und prüfen mal, also der Arm hat kein Spiel, das ist schon mal gut. Ja, ihr seht, habe ich mal sogar markiert, dass es eine Lusso-Schaltraste ist. Lusso-Schaltraste, was genau was ist, der Unterschied zur PX-Alt-Schaltraste, dass im dritten Gang der Nocken parallel zur Dichtfläche ist. Was aber immer noch nichts darüber aussagt, ob das Getriebe wirklich gut distanziert ist. Denn oftmals sind diese Bohrungen von diesen Hebelarmen nicht ganz hundertprozentig korrekt. Und dann hast du halt das Problem, dass das Getriebe, so gut wie du es auch immer distanziert hast, immer noch nicht vernünftig läuft, weil der Mitnehmerbolzen hier nicht in der richtigen Position steht. Also das solltet ihr auf jeden Fall mal kontrollieren, bevor ihr so eine neue Schaltraste verbaut. Und ansonsten mal kontrollieren, ob der Arm sich hin und her bewegen lässt. Wenn der Arm sich hin und her bewegen lässt, dann kann es sein, dass ihr Splint gelöst hat. Dann müsst ihr den Splint ein bisschen nachtreiben. Und wenn das auch nicht hilft, dann ist der ganze Arm hier entweder verschlissen oder hier der Mitnehmer bzw. der Teller ist die Achse, die hier drin ist, ist in diesem Gehäuse hier verschlissen, hat zu viel Laufspiel, dann kippelt das Ganze auch. Und das merkt ihr, dass wenn ihr vom zweiten in den dritten geht und vom dritten in den vierten, dass es sich immer schwerer schalten lässt, dass ihr das Gefühl habt, irgendwas blockiert, dann ist es, dass dieser Teller hin und her kippelt. Ja? So. Aber das ist alles in Ordnung, das passt, das können wir so hängen lassen und aus dem Bild und weitermachen. So, nächster kleiner Tipp. Für alle, die sich mal hier dran begeben müssen, um die Bremstrommel zu ziehen. Ihr seht, das ist alles relativ trocken, das ist staubig und sonst weiter nichts. Wenn man wissen will, ob der Wellendichtring der Hauptwelle undicht ist, dann muss man leider die Bremstrommel abnehmen. Ihr seht, ich habe die Schraube schon gezogen. Das heißt, ich werde jetzt mal den Reifen runternehmen und dann gucken wir uns mal an, was uns da als allererstes erwartet. Sekunde. Machen wir hier rein und jetzt sehen wir, hier ist alles trocken. Ja, das ist ein bisschen, ja, das ist aber ein bisschen, das ist aber kein Öl. Nee. Nee. Das weiß der Henker, was das ist. So, der Wellendichtring hier könnt ihr sehen, der ist trocken. Das ist also nichts Dramatisches. Die Feder sieht noch gut aus. Die Sicherungssplinde sind noch da. Die Bremse ist noch ausreichend in der, oh, hier oben ist der Belag ein bisschen gebröckelt. Ja, das müssen wir mit der Feile gleich mal ein bisschen gerade ziehen. So, aber ansonsten können wir mal hier gucken, ob wir irgendwelche Auffälligkeiten sehen. Was wir jetzt hier sehen ist, dass hier ein bisschen Ölfilm ist. Was aber tendenziell mir erstmal keine Sorge macht. Ich sehe hier einen kleinen Schmierfilm. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Kann man das sehen? Komm mal rum. Geh mal hinter mir rum. So, da. Hier kann man jetzt sehen, dass da ein kleines bisschen Ölfilm ist, das deutet unter Umständen darauf hin, dass der Arm ein kleines bisschen undicht ist. Das heißt, hier machen wir auch auf jeden Fall eine neue Dichtung rein. Und dann könnte das natürlich sein, dass wenn sich das hier rausschwitzt, dass sich das ein bisschen verteilt. Der Zylinder da oben, der sieht soweit gut aus. Der Zylinderfuß, da ist nichts. Den Schmackes, den wir da sehen an der Stelle, wenn du mal runterkommst mit der Kamera, da unten, da, das ist vom Auspuff, das ist die Polini-Box. Also, mal her, pass auf, ich zeige euch das mal. So. So. Kann man das sehen? Einigermaßen? Ne, kann man nicht sehen. Doch, da. Seht ihr das? Das ist vom Auspuff, das ist nicht der Zylinderfuß. Der Zylinderfuß ist trocken. Und der ganze Schmack, der hier dran ist, das ist halt vom Auspuff, was sich dann
da rausnebelt mit dem Sprit und verteilt. Der Reifen hat in der Kurvenlage auch schon ein bisschen am Deckel rumgefräst. Ansonsten sieht die ganze Sache recht gut aus. So, dann machen wir mal weiter, dann heben wir den Motor aus. Das ist auch noch ein Tipp, den ich euch geben kann. Jeder, der so eine Box verbaut hat, schlitzt euch hier oben die Aufnahme vom Auspuff. Dann könnt ihr ihn auch ausbauen, wenn ihr den Reifen drin habt. Dann braucht ihr nämlich nur die Schraube lösen, holt ihn ein Stück nach vorne und dann könnt ihr den Auspuff runterziehen. Kleiner Tipp am Rande. Wie ihr sehen könnt, der Motor ist jetzt ausgebaut. Da steht die Kiste. Natürlich mit meinem tollen Montageständer. Könnt ihr bestellen beim Scooter Center. Bestellen immer 333 1044, glaube ich. Nee, stimmt. Das war Werbung in eigener Sache. Ich habe euch jetzt mal ein bisschen was auf den Boden, auf die Werkbank tropfen lassen, um euch da mal ein bisschen was zu erklären. Lasst uns mal ein bisschen übers Öl sprechen. Das heißt, ich habe jetzt bewusst hier mal so ein paar Tropfen hinlassen. Da ist gerade noch einer gefallen, habt ihr gesehen. Motoröl. Wenn ihr das Motorenöl wechselt, ablasst oder sonst irgendwas damit machen solltet, schaut es euch genau an. Was bedeutet, die Konsistenz des Motorenöls sollte generell sehr dickflüssig sein. Kann man das jetzt sehen? Ja. Das ist also auf dem Finger so ein bisschen silbrig und das ist sehr zähflüssig. Ne? Das zieht also ein bisschen Fäden, wenn man das so sehen kann. Das, wenn ihr das in den Fingern zerreibt, dann merkt ihr auch, das ist wie so ein, ja, wie so eine dicke, fette Creme. Ja, so sollte das auch, die Konsistenz sollte es auch haben. Und mal dran riechen. Und das sollte wirklich nicht gut riechen und auch schon gar nicht nach Sprit. Und das tut es nicht. Ne? Also kann man auch sehen, ob man dann hier, da seht ihr es, wie langsam das tropft. Das hat also eine schöne, dickflüssige Konsistenz. Und so sollte es auch herauskommen aus dem Roller. Und es sollte nicht nach Benzin riechen und das tut es nicht. Gut, also das sieht eigentlich soweit ganz gut aus. Weitermachen. Wenn man jetzt den Motor schon mal ohnehin auseinander nimmt, dann guckt man sich auch genau an bei der Demontage, ob man irgendwas sieht, ob es Auffälligkeiten gibt. Denn bei der Demontage könnt ihr am allerbesten sehen, ob mit eurem Motor irgendwas nicht in Ordnung war. So, ich habe jetzt mal die Zylinderhaube abgezogen und jetzt gucke ich mir zum Beispiel mal den Zylinderfuß genau an. Ja, hier diesen Bereich hier sehe ich überhaupt keine Undichten. Was ich sehe, guck mal mit der Kamera hier oben hin, von oben. So, was ich sehe, ist, dass diese Kühlrippen hier eingesaut sind. Und da sieht man, dass das hier vom Auslassstutzen hier hochgespritzt ist. Leider bekommt man diesen Bereich nie 100% dicht. Schön wäre es, wenn man den dicht bekommen würde. Man kann damit so ein bisschen Blechen arbeiten und mit so einem Auspuffgummi, aber das ist alles nicht so das Wahre. Dann gucken wir uns den Zylinderkopf an hier. Und wie wir sehen, der Zylinderkopf ist auch komplett dicht. Da ist nichts. Ich drehe den Motor mal. Sekunde. Jetzt könnt ihr mal hier gucken. Komm mal rum. Wenn ihr jetzt mal hier reinguckt, hier in diesem Bereich, da seht ihr, hier ist alles trocken. Hier in diesem Bereich ist alles trocken. Und da kann man von ausgehen, dass der Zylinder nicht abgeblasen hat oder dass irgendwo undicht geworden ist. Das sieht alles sehr gut aus. So, dann nehmen wir jetzt mal den Kopf runter und gucken uns mal den Zylinder von innen an. So, jetzt sehen wir, dass wir hier die Muttern alle runtergenommen haben. Die sind hier alle drin. Der Zylinderkopf ist noch fest. Der ist allerdings auch ein bisschen eingeklebt mit Silikon. Mit einem temperaturbeständigen Silikon. Das heißt, um den jetzt abzukriegen, muss ich immer so ein ganz kleines bisschen... Ah, da kommt er schon. So, und jetzt nehmen wir den Kopf mal ab. So, da kommen die Unterlegscheiben. So, jetzt lüften wir gleich das Geheimnis. Und im Idealfall... Oh. So, seht ihr, ich leuchte mal rein, eine wundervolle rückstandsfreie Verbrennung. Die Kerze ist, ja, rehbraun, ein kleines bisschen dunkler als rehbraun. Das heißt, der Motor ist in so ziemlich jedem Bereich perfekt abgedüst gefahren. Ja, die Dichtung ist noch relativ intakt oben von dem Malossi-Kopf. Ja, so. Das sieht wirklich gut aus. Jetzt gucken wir uns mal den Kolben an. Ja, da sehen wir allerdings ein bisschen Rückstand auf dem Kolbendach, ja, aber das sieht trotzdem noch relativ gut aus. Hier hat sich ein bisschen Kohle gebildet. Ist jetzt nicht so ganz perfekt, aber nicht so tragisch. Und ihr seht, der war komplett dicht. Also hier ist nirgendwo, das ist jetzt von der Demontage,
Da ist es dann so ein bisschen die Rest- und Rückstände, die da drin sind, die ja, hat man dann so ein bisschen da an der Dichtung, die sich absetzen, das Benzingemisch. Aber das sieht eigentlich so relativ gut aus. Ja, hier ist die Verbrennung. Ja, hätte ein kleines bisschen doch so. Ja, ein bisschen Rückstand haben wir gehabt. Aber man kann tatsächlich sehen, wenn man den Kolben mal ein bisschen runterfährt, kann man tatsächlich, wenn man reinguckt, genau sehen, wo die Überströme einströmen. Also wenn man da jetzt mal mit reingeht, hier kann man genau sehen, wo das Einströmbild auf dem Kolben ist. Hier sind die Überströmer, Bußport, Überströmer, und da sieht man genau, wie schön das da reingeblasen hat. Ja, Kreuzschliff und so weiter, sieht alles gut aus. Ich nehme den Zylinder jetzt mal runter und gucken wir uns den Kolben und den Zylinder mal an. Zylinder mal runter. Und ich weiß nicht, ob man es noch einigermaßen gut sehen kann. Zack, das ist der Kolben. Ich kippe den Motor mal ein bisschen. Jo. Man hat sogar noch Restbeschichtung auf dem Kolben. Sekunde. Da unten. Jo. Also das Tragbild sieht recht gut aus. Hier ist noch ein bisschen Ölrückstand vom Restgemisch, was da drin stand. Ja, das Benzin verdampft, zurück bleibt das Öl. Und das sammelt sich natürlich dann, weil es am Kolben runterläuft, auf der Unterseite vom Kolben. Aber das sieht alles noch sehr, sehr gut aus. Wirklich sehr gut. Ich habe den Kolben mal ein bisschen sauber gemacht. Und wie wir sehen können, haben wir hier noch ein schönes Restbild von der Beschichtung, von der Notlaufbeschichtung, dieser Graphitbeschichtung, die da drauf ist. Hier oben haben wir ganz klein ein bisschen Ablagerung, oben auf dem Kolbendach. Könnte besser sein, die Verbrennung, aber das ist schon sehr, sehr gut. Wenn man vor allen Dingen auch sich den Kopf dazu anguckt, würde ich sagen, das war schon sehr, sehr gut eingestellt. Also vielleicht ein kleines bisschen zu fett, aber lieber ein kleines bisschen zu fett als zu mager. Sieht man auch am Kerzenbild, das berühmte Kerzenbild, dass das wirklich recht gut aussieht. Ne? So, der Kolben, der hat keine Laufspuren. Der Zylinder hat keine Laufspuren. Hier haben wir das entsprechend alles bearbeitet. Hier siehst du auch noch die Markierung, wenn du mit dem Fräser ein bisschen abrutscht. So, da ist dann die Beschichtung ein bisschen weg. Der Kolben ist also maximal bearbeitet worden von mir. Der ist auch entsprechend gekürzt worden, weil bei einer 60 mm Welle und dem Gehäuse, ja, kommt es öfter mal vor, dass der Kolben hier unten ins Gehäuse einschlägt, und dann sollte man den hier unten ein bisschen kürzen, gerade bei Malossi. Das hört man vielleicht nicht, wenn der Kolben gerade neu montiert ist, aber wenn das Ganze sich erhitzt und wärmer wird, dann dehnt sich das ein bisschen aus, und dann könnte es sein, dass hier dieser Bereich unten im Gehäuse anschlägt. Dann sieht man dann, hier unten ist das Aluminium breit gedrückt, und wenn du Glück hast, drückt sich nur das Aluminium breit. Wenn du Pech hast, bricht der Kolben. Das ist ja alles relativ instabil hier. Ja, aber das sieht echt gut aus. Also da bin ich sehr zufrieden mit. Also für 2000 Kilometer hat das wirklich Spaß gemacht und hat keine signifikanten Spuren hinterlassen. So, und ich habe ja eben gesagt, wenn wir was auseinanderbauen, dann gucken wir immer ganz genau hin. So. Das ist ein 60er Matsu-Glöckchen, was hier drin ist. Und was mir jetzt gerade bei der Demontage aufgefallen ist, komm mal rum, ich zeige euch das mal. Das ist die Pleuelstange. Und die Pleuelstange hat hier, wie, seht ihr das? Kannst du das, komm, musst du mal scheinbar von oben filmen. So. Seht ihr das, wie viel Spiel das Pleuel hat? Also es geht schon massig hin und her. Ich kann mal eine andere Welle nehmen, warte mal eine Sekunde. So. Ich habe hier noch eine Quattrini-Welle liegen, allerdings eine kaputte. So, pass auf. So. Jetzt schau mal hier. Das Spiel meine ich hier. Ja, das ist zwar auch nicht perfekt, aber das ist erheblich kleiner als das, was da drin ist. Das heißt, wenn wir jetzt die Motorhälften auseinandernehmen und die Welle rausnehmen, dann vermute ich, dass die Wange hier, diese Wange oder diese Wange, sich vom Kolbenbolzen verabschiedet hat. Und damit heißt das, dass die Welle nicht mehr wirklich so in Ordnung ist. Das gucken wir uns aber jetzt mal an. Ich vermute mal, dass die Wange sich Richtung Lichtmaschinenseite verabschieden wollte. Also richtiger Zeitpunkt, das Ganze mal auseinanderzubauen. So, ich habe jetzt das Lüfterrad runtergezogen, und dabei ist mir ein weiteres Indiz in die Augen gekommen, wenn ihr euch mal den Pickup anguckt hier. Der Pickup hat erhebliche Schleifspuren. Ne? Hier oben ist das Plastik, was so ein bisschen weggearbeitet wurde. Da. Und das Lüfterrad von innen, das ist ein Original 200er Lüfterrad. Wenn man da reinguckt,
da sind auch ein paar Schleifspuren. Was tendenziell darauf hindeutet, dass die Welle sich verdreht hat, verdrehen wollte oder nicht mehr ganz gerade läuft. Also es ist immer so ein Indiz, wenn hier Einschläge drauf sind, ist das nicht so wirklich das Beste. Aber wir gucken mal weiter. So, und das, was ich eben meinte, was auffällig ist, ich zeige euch das mal, ich hole das mal ran. So. Seht ihr diesen Spalt zwischen Kurbelwelle und Pleuel? Das ist viel zu viel. Das heißt, hier wollte sich definitiv eine der Wangen vom Zapfen lösen. Und das deutet darauf hin, dass die Kurbelwelle dem nicht standhalten konnte, was da an Power in dem Motor war. Nicht gut. Also ich bin mal überrascht, wie nach 2000 Kilometer so eine Matsu-Welle aussieht. Also Matsu-Kurbelwelle, 60 mm Glöckchen, sieht nach 2000 Kilometern so aus. Das ist eine böse Überraschung. Mal sehen, wie der Motor von innen aussieht. Nächster kleiner Tipp an alle, die den Motor auseinanderbauen, um zu gucken, was passiert ist. Reißt nicht einfach die kleine Hälfte ab, sondern nehmt sie vorsichtig ab, denn das Bild der Dichtung zwischen den beiden Hälften kann euch viel aussagen darüber, ob ihr vielleicht einen Ölsauger habt oder sonst irgendwas. Also wenn ihr das demontiert, dann macht es wirklich langsam und dann schaut ihr euch das an, was darunter sich präsentiert. So, und da, was ich meine, ist Folgendes. Generell sollten die Dichtungen trocken aussehen. So. Das, was ihr jetzt hier seht, das ist von der Demontage, das ist das bisschen Getriebeöl, was hier noch rausgelaufen ist. Aber, was tatsächlich etwas kritischer ist zu betrachten, ist, dass die Dichtung hier in diesem Bereich nass ist. Hier ist sie trocken, hier ist sie nass und hier ist sie auch nass. So, das heißt, ich habe hier, seht ihr, ein bisschen Silikon mache ich immer hier dazwischen. Hier bestand also die Gefahr, weil die Dichtung hier durchgesuppt ist, bestand die Gefahr, dass der Motor sich das Getriebeöl über diese Stelle hier holt. Hier oben ist trocken, das ist jetzt nichts Bewegendes, das hier ist nass. So, und jetzt seht ihr hier auch, das ein bisschen hochlupfe, ja. Müsste das unter Umständen auch hier nasse Spuren ergeben. Sekunde. So. Okay. Also, wie ihr sehen könnt, hat sich hier ein bisschen Silikon noch abgesetzt. Aber hier bestand die Wahrscheinlichkeit, dass es mal ein Getriebesauger oder ein Ölsauger übers Getriebe wird, da an der Stelle. Das heißt, wenn ich die Motorhelfen wieder zusammenbaue, dann sollte ich hier auch wieder besonders mein Augenmerk darauf richten, dass ich das hier besonders abdichte, damit hier nichts passiert. Also hier müsst ihr dann immer drauf gucken, ob die Dichtung irgendwo nass ist. Wie gesagt, das ist jetzt vom Demontieren, dass das Öl rausgelaufen, als ich die Motorhelfen auseinandergezogen habe, hier auch. Das sieht eigentlich alles recht gut aus. So. Und wenn ihr die Dichtung dann abnehmt, dann könnt ihr euch das ist ja die BGM-Dichtung mit diesem Silikonring dazwischen, so. Könnt ihr euch das Tragbild dann dieser Dichtung, wenn sie denn ganz bleibt, ein bisschen angucken. So, und dann seht ihr auch, ja, das ist jetzt von der Demontage, aber das sollte generell dann trocken aussehen. Aber das da, das sollte definitiv nicht sein. Und wo wir gerade dabei sind, so, die Kurbelwelle, und da wird das Elend dann auch sichtbar. Hier, seht ihr, ist ein Grat entstanden, das heißt, diese Wange, hier gab es auch schon Schleifspuren, diese Wange wollte definitiv vom Kolbenbolzen runter. Und das bedeutet, dass die Welle sich wahrscheinlich ein bisschen verdreht hat, beziehungsweise das Pressmaß hier nicht das allerbeste ist, sodass sich die Wange nicht auf der Welle halten konnte. Schade, aber auf der anderen Seite sieht es eigentlich recht gut aus, wenn man das jetzt mal noch mal so ein bisschen hier den Wellendichtring sich anguckt. Da rundum, das sieht gut aus. Ja. Also ist wahrscheinlich die Wangenseite genau das Problem, die wollte zur Lichtmaschine hin. So, Spurensuche Teil 2. Hier steht Getriebeöl, das heißt, hier ist das Gehäuse nicht dicht gewesen. Ja. Ihr seht, hier ist dieser Bereich, der wirklich kritisch ist, wo es darum geht, zu verhindern, dass das Gehäuse hier undicht wird, damit das Getriebeöl nicht hier rüber in den Brennraum kann. Aber was wir hier auch noch sehen ist, wir haben ja hier an der Kurbelwelle haben wir ja Schleifspuren. Komm mal hier hoch, hier siehst du, hier sind ja Schleifspuren hier rum. Und jetzt gucken wir mal auf die Seite und wo hat sich die Kurbelwelle angelehnt? Die Kurbelwelle hat sich hier gegen das Lager angelehnt.
Na, hier an der Seite und hier oben an der Seite. Zu weiteren Schäden ist es nicht gekommen, glücklicherweise. Aber hier an dieser Stelle und an dieser Stelle hat sich die Kurbelwellenwange gegen das Lager angelehnt und hat schon Markierungen hinterlassen. Also höchste Eisenbahn, dass wir es auseinanderbauen. Wenn mich jemand fragt, Erfahrung 60er Matsu Glockenwelle auf ca. 30 PS, 2000 Kilometer, ihr seht es, also da gibt es jetzt nicht mehr viel zu erzählen. Die Welle hat es nicht mitgemacht. Ja, was ich jetzt machen kann, ist die Welle gleich nochmal versuchen aufzuspannen und zu vermessen, aber das macht gar keinen Sinn. Ich weiß, dass die schief und schepp ist. So, auf der Suche nach dem Fehlerteufel. Hier sehen wir das Spiel des Pleuels auf der 60er Matsu Welle. Katastrophal groß. Hier sehen wir, dass ein Grat entstanden ist. Normalerweise sind die Zapfen hier bündig verpresst. Ja. Das kann man also spüren, dass das sehr, sehr bündig ist und sehr sauber. Auf der Seite ist ein wirklich dicker, fetter Grat entstanden von, ich hole jetzt mal eben, Sekunde. So, jetzt gucken wir mal, wie viel das ist. Oh. Also, ich weiß nicht, kann man das sehen? Kannst du das auf der Kamera sehen? 1,1 mm Grat haben wir auf der Kurbelwelle. Das heißt, die Wange ist schon 1,1 mm vom Zapfen runtergewandert. Und die ist so schief, dass man es schon optisch sieht. Wenn ihr jetzt mal hier... Schaut mal. Pass auf, Sekunde. So. Seht ihr den Luftspalt, der da entsteht? Kann man das gut sehen auf der Kamera? Mhm. Die Welle hat sich so verdreht, dass man das, also optisch, wenn man hier drauf guckt, kann man das schon sehen, wie schief die ist. Guck mal, ob du das einfangen kannst, wie schief diese Wange zu der anderen Wange steht. Kann man das sehen? So, die Welle hat sich also massiv verdreht. Da aber sonst weiter keine Beschädigungen sind, kann man das eigentlich nochmal zusammenpressen. Man kann das richten, man kann die Welle wieder ausmitteln. Und das untere Pleuellager, das ist in Ordnung. Die Welle, ja, die muss neu gerichtet werden und dann würde ich es in diesem Zusammenhang gleich verlasern. Also, die Welle hat 2000 Kilometer gehalten und war im Arsch. Schade. Ja, Motor ist zerlegt, wie ihr seht. Er ist komplett leer und es gab eine böse Überraschung. Die böse Überraschung ist die Kurbelwelle. Nicht schön, aber da sieht man mal, wo getunt wird, da fallen Späne. Und das passiert jedem, dass das Material an einer Stelle aufgibt, wo du es vielleicht nicht erwartest oder nicht damit rechnest. Ich habe gedacht, die 60er Matsu Glocke hält dem Stand. Tat sie nicht. Ist mir eine Lehre. Das ist ja noch nicht mal billig gekauft, kannst du ja nicht mal sagen. So eine Welle kostet auch 200, schlag mich tot, Euro. Also billig gekauft ist das nicht, aber... Die sollte sich halt nicht von Zapfen lösen, ne? Und sich dann auch noch so massiv verdrehen, dass man es optisch schon sieht, dass er sich verdreht hat. Also das ist nicht schön. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, der Motor geht jetzt zum Spindeln. Den bringe ich jetzt rüber zum Kumpel von mir. Der spindelt mir den eben aus, damit die Kingwelle da reinpasst. Und dann gucke ich mal, was ich mit der Welle mache. Vielleicht kriegen wir die nochmal ausgerichtet und nochmal gewuchtet und dann... Verlasern wir sie direkt und dann kann man sie im Grunde benutzen. Dass er sich verdreht hat und vom Zapfen runter wollte, ist jetzt erstmal nicht schlimm. Also schon schlimm, aber ja, schauen wir mal, was die Kurbelwelle jetzt sagt. Wenn wir sie dann nochmal vermessen haben, ob wir es nochmal hinkriegen. Gut, also in diesem Sinne, das war's für heute. Erster Teil, Quattrini 244 Projekt mit einer bösen Überraschung. Bis dann, tschüss.